Seltsamer Götze. Und Philandaris. Dämonenkraut. Irgendetwas stimmt nicht. Hier war der Geist gebunden. Aber jetzt fühlt es sich leer an. Thema vertiefen. Warum war der Dämon hier? Wer hat diesen Dämon hier gebunden und warum? Vor langer Zeit gab es einen Krieg zwischen meinem Volk und dem Reich von Tevinter. Nachdem die Magister Alethan vernichtet hatten, sammelte sich mein Volk, um in einer letzten Schlacht auf den Gräbern unserer Ältesten zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob es die Elvenan oder die Magister Tevinters waren, die den Geist banden. Aber er wurde nach dem Krieg hier zurückgelassen. Ist er vielleicht entkommen? Könnte er sich selbst befreit haben? Um ihn aus seinem Gefängnis zu befreien, wäre mächtige Magie nötig. Man könnte ihn nicht einfach freilassen. Niemand könnte das. Zumindest nicht ohne etwas Schreckliches zu tun. Das gefällt mir ganz und gar nicht. So viel zu dem Plan. Dann sind wir wohl fertig. Lasst uns nach Kirkwall zurückkehren. Nein, ihr versteht das nicht. Er konnte diesen Ort nicht verlassen. Und da die Höhle nun leer ist, muss etwas Grauenhaftes geschehen sein. Ich bin geschehen. Hüterin, was habt ihr getan? Es war von Anfang an der Plan des Dämons, dass du den Spiegel fertigstellst. Es wäre eine Tür aus diesem Gefängnis gewesen, die direkt in unsere Welt geführt hätte. Und du wärst sein erstes Opfer geworden. Das konnte ich nicht zulassen, Darlin. Ihr hättet ruhig etwas sagen können. Hättet ihr nicht vielleicht erwähnen können, dass der Dämon schon fort ist, bevor wir uns den ganzen Weg hier heraufgequält haben? Er ist nicht fort. Solange er gefangen war, konnte ich ihn nicht im Nichts bekämpfen. Und ich konnte ihn nicht bannen, ohne ihn noch stärker zu machen. Also habe ich mich selbst zu seinem Gefängnis gemacht. Tötet mich, und auch er wird sterben. Und Merrill wird endlich in Sicherheit sein. Nein. Das könnt ihr nicht verlangen. Das werde ich nicht tun. Du wusstest immer, dass deine Blutmagie einen Preis fordern würde, Darlin. Und ich habe mich entschieden, ihn für dich zu bezahlen. Darris Shira. Verräterin, möge der Schreckenswolf dich bis ans Ende deiner Tage verfolgen. Yo, Dämon des Hochmuts. Keine Ahnung, was das da für einer ist. Aber Datta ist auf jeden Fall keine gute. Wir sind verflucht. Der ganze Clan. Und du hast das über uns gemacht. Du konntest die Vergangenheit ruhen lassen, stimmt's? Und jetzt sieh dir an, was du angerichtet hast. Neu ist etwas sehr gefährliches. Sie wird dich niemals ruhen. Darlin, Gott. Weiche zurück. Was du auch berührst, wird zur Asche. Du bist eine Wunde, die diesen Clan vergiftet. Heftig. Da wird dir aber auf ganz gehörige Art und Weise der Marsch geblasen. Man merkt auch, dass der Dämon nicht hier wirklich kämpft. Wie viele blindsinnige Worte sind von euren Lippen gekommen? Allesamt Zeugen eurer Klugheit? Jedes einzelne davon hat mich genährt. Na nett. Da nimm dies und das und jenes. Vielleicht machen wir Magie bannen. Das war anscheinend keine Magie.
Keine Ahnung, was das für ein Kreis denn sein soll. Hm. Und, willst du mitmachen? Output-Erhöhung. Ich finde das Ding eigentlich ganz geil. Dauert 15 Sekunden. Darlene? Hüterin! Du hast ihn besiegt, Darlene. Du bist viel stärker, als ich gedacht hatte. Der Dämon ist tot. Hüterin, ich... Verlassen wir diesen schrecklichen Ort. Der Clan muss die gute Nachricht erfahren. Tja, ihr sagtet, ihr müsstet sterben. Ihr habt uns erzählt, dass der Dämon an euer Leben gebunden ist und nur zusammen mit euch sterben kann. Ihr Abelas, Hüterin. Hüterin! Was habt ihr getan? Ich will das nicht. Das hier wollte ich nie. Oh, Schöpfer, bitte lass das nur einen bösen Traum sein. Ich werde aufwachen und mich wie eine Närrin fühlen und sie wird mich schelten, weil ich nicht auf sie gehört habe. Böse. Ihr wolltet ja nicht hören. Welchen Teil von redet nicht mit Dämonen, sonst geschehen schreckliche Dinge, habt ihr eigentlich nicht verstanden? Ich hätte diejenige sein müssen, die dafür bezahlt. Sie hatte kein Recht, sich einzumischen. Sie hat euch geliebt. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das wollte. Nicht einmal der Dämon. Marathari hat getan, was sie tun musste. Warum konnte sie nicht einfach an mich glauben? Das war die großmütigste Tat, die ich je gesehen habe. Es ist ein Verlust für die Welt, dass sie sich für euch geopfert hat. Das hier hätte niemals passieren dürfen. Ich sollte den Clan aufsuchen. Jemand muss davon erfahren und herkommen. Sich um sie kümmern. Tja, Meryl, da hast du richtig Scheiße gebaut. Und ein Upgrade erhalten anscheinend für ihre Rüstung. Was hat sie denn bekommen? Neue Rune. Und das natürlich von ihrer Verstorbenen. Das ist schon etwas makaber. Eieieiei. Was erzählt man den Elfen denn jetzt? Wir wissen, dass die Hüterin hierher gekommen ist. Was ist hier los? Wo ist sie? Feneral, die Hüterin, sie ist... Sieh sie dir doch an, Feneral. Sie ist voller Blut. Was hast du getan, Meryl? Hüterin, könnt ihr mich hören? Sie ist tot. Ich hätte wissen müssen, dass du dich gegen sie wendest, du Monster. Marathari war besessen. Haltet euch zurück oder ich übernehme die Verantwortung für sie. Ich übernehme die Verantwortung. Das hier war eine Tragödie. Aber ich verspreche euch, dass niemand sonst mehr durch Merrills Blutmagie zu Schaden kommt. Erwartet ihr, dass wir dem Wort eines Shemlen glauben? Halt dich zurück, Eneria. Sie war einst unsere Erste. Die Hüterin hat sie geliebt. Sogar mehr als den Clan, wie es scheint. Feneral, es tut mir leid. Ich wollte nie, dass dies geschieht. Hätte ich sie retten können, hätte ich an ihrer Stelle sterben können, ich hätte es getan. Nichts als leere Worte. Dass du noch atmest, sagt genug. Das reicht, Eneria. Bringt Meryl von hier weg, Mensch. Hui, Quest aktualisiert. Hinterfragte Überzeugnisse. Beziehungsweise Überzeugungen. Oh, wir dürfen aber Shortcut nehmen. Oh Gott sei Dank. So, jetzt sind wir unten. Verschwinden wir mal lieber. Sie werden mir niemals vergeben.
Wärt ihr nicht hier, Hawk, würden sie mich töten. Wahrscheinlich. Der seidene Faden. Das ist schon heftig. Ab zur Hütte. Dann klären wir das Ganze mal. Hinterfragte Überzeugnisse. Überzeugung. Eigensinnige, sture Närrin. Das alles ist allein meine Schuld. Ich habe alles falsch gemacht. Lernt etwas daraus. Ja, das habt ihr. Und jetzt solltet ihr nach vorne blicken und es in Zukunft besser machen. Das werde ich. Und zwar von diesem Moment an. Das hätte ich schon vor Jahren tun sollen. Ihr hattet recht. Ihr hattet immer recht. Mein Volk wird mich umbringen, wenn ich zurückkehre. Ich bin vollkommen allein. Was soll ich jetzt nur tun? Was haben wir denn? Was auch immer ihr wollt. Studiert weiter die elfische Geschichte, helft im Gesindeviertel oder bleibt bei mir. Was auch immer ihr als nächstes vorhabt, werden wir gemeinsam tun. Ja, das werden wir. Hey, Freundin oder Feindin. Quest absolviert. Nice. Dann haben wir jetzt noch hinterfragte Überzeugungen für Evelyn. Da-da-da-dam, Feste des Vigormt. Und dann geht's auch weiter mit der Hauptstory. Hooray! Euer Gatte ist mit mir einer Meinung. In welcher Sache? Er hält die Kommandantin für wahnsinnig. Er hat mir gesagt, dass sie hinter eurem Rücken gegen Wachen ermittelt, die sie verdächtigt, insgeheim Magier zu sein. Selbst wenn das wahr wäre, würde er es euch nicht erzählen. Er wird nicht für sie kämpfen, wenn es soweit ist. Würdet ihr euch gegen euren eigenen Mann stellen? Ich weiß nicht, ob ihr lügt oder verrückt seid.